Willkommen zurück zu einer Folge von Wir sind hier. Diesmal wirklich pünktlich angefangen. Ich habe blöderweise das Emote jetzt vergessen, aber das ist jetzt erstmal zweitrangig. Wir gehen jetzt erstmal vor den blöden Grabeingang und dann können wir mal gucken, was denn dieser komische Rattenkönig hier alles macht. So. Der Rattenkönig. Boss voraus, kurz gesagt. Exzentriker. Okay. Ich bin hier raus, Fragezeichen. Was haben wir denn? Hurra für Bestie. Sonst noch irgendwelche Kleinigkeiten. Überall kommen Viecher. Kurz gesagt, Exzentriker. Na gut, dann gucken wir mal, was dieser Exzentriker so alles drauf kann. Hurra für Erschöpfung. 28. Ich sehe noch nichts. Was bist denn du? Leave this place, human. We have no time for thy kind. Das ist ja mal cool. Humans bring nothing but filth. Alter. Is that a rat tail, human? Last one of mine rat burrows conquered. This will not go unnoticed. Ja, tut mir wirklich leid. Rejoice. Auch frohlockt. Ehre mit zu tun. Der Rattenkönig. Permit me ask. Wilt thou thy human soul surrender and pledge thyself to me? Swearest thou by the sweet sludge that laps it? Okay, dann machen wir mal einen Rattenkönig. Pestbehafteter Eid. Na cool. Mal gucken, was wir jetzt sehen. Thou hast the eyes of one who perceiveth true beauty. Human, thou mayst serve. So. Take this ring. Ooh. It was forged by a human who was once among us. Sehr schön. Der Wappen der Ratte. Draws to thee. Wear the ring whenever thou art near. And destroy those who would dare. I will grant unto thee all thou shouldst so desire. Oh, sehr schön. I prithee serve with a true rat's honor. Speak thy mind. Sprech, Diener. Was hat er denn noch alles? Tell me the way of things. Den Geschehnissen. There has been much honor in thy service. Okay. Despite the human blood coursing thy veins. I am merciful. Das ist genial. And trusting thee as I would any rat. Alter. Also, der hat den... Also man kann sagen, die Synchronisation ist fast der von Soul River ebenbürtig. Und das muss was heißen. The insolent fools line up to trample upon our burrows. My servant, dispatch these invaders, and thy reward will be handsome indeed. Oh Mann, das ist so genial. Knowest thee of the lockstone? Those odd contraptions fashioned by human hand. Yeah. Und dann fehlt. Kind base plotters and schemers all. Und fein. Sehr schön. Tell me the way of things. There has been much honor in that. Ja, okay. Gut, das hatten wir auch schon. Unsere neuen Belohnung und so weiter. Rattenschwänz. Wo kriege ich denn bitte die her? Gegenstand kaufen. Was hat der denn alles? Jauchküchlein für 600 und wenn man es verkauft, weiß ich gar nicht, wie viel man dafür bekommt. Triklops Schlangenpastillen, okay, brauchen wir nicht. So. My servant, do not disappoint me. Nee. So, da sind wir jetzt beim zweiten PvP Area, wo man nicht invadet, nein, wo man invadet wird. Nee, das ist irgendwie fast dasselbe. So, wo habe ich denn jetzt eigentlich diese blöden Schlangenswänze? Schlangenswänze hier. Opferschwanz für den Rattenkönig. Ein abgetrennter Rattenschwanz opfert ihn dem Mannkönig, um das Band mit einem Ei zu stärken. Der Rattenkönig ist stolz und gnädig, wie es ein wahrer König sein sollte. Jenen, die dem richtigen Pfad folgen, gilt die Gunst des Rattenkönigs, selbst unwürdigen Menschen. Ja, wundervoll. Der Rattenkönig. Was bist du? Skelett, aber Loch. Ach, das ist der von vorhin. Sehr interessant. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Na, schönes Ding. Ein Wahrheitsapparatur.
Dann können wir gleich mal von hier aus hier runter. Das ist wahrscheinlich die günstigste Alternative. Cool. Wir haben eine Treppe entdeckt. Als ich hier mich... Oh yeah. Das ist doch mal eine coole Treppe, du. Man kann die sogar relativ schnell nach unten gehen, wenn man einfach nur zack, 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 wie ein Tacker das macht. So. Jetzt wird es sehr interessant. Jetzt brauche ich diesen blöden Fallschadensverringerungsstein, um hier unten nicht vor die Hunde zu gehen. So, dann werden wir den mal fix anlegen gehen. Und dann gucken wir mal an, hoffentlich verreckt man nicht. Ausrüsten den gegen den Fallschadensring. Und los. Oh, schön, dass es geklappt hat. Blutungsstein. So, und wieder umrüsten hier. Ring des bösen Auges plus 1. Ja, wir müssen also noch weiter nach unten. Dieses Gebiet vermag mir nicht zu gefallen. Aber ohne Mist jetzt. So, hier kann man nach unten. Und hier auch nach unten. Dann haben wir mal wieder den Ring ran. Und los. Wir sind unten. Sehr gut. Wir haben jetzt endlich einen Weg gefunden. So, und rennen damit. Gut, hier kommt man auf die andere Seite. Hier ist eine offene Truhe. Wieso ist da eine offene Truhe? Ja. Ha. Interessant. Was machen die denn hier? Also es gibt einen anderen Weg nach draußen, das ist der. So, da haben wir jetzt den Rattenkönig besiegt, aber... Gibt es da noch irgendwelche Möglichkeiten weiterzukommen hier? Nö, anscheinend nicht. Das war dagegen äußerst interessant. So, jetzt muss ich aber erstmal diesen Scheißweg wieder weitergehen. Damit ich denn hier auch wieder weiterkomme. So, werden wir erstmal die hier von der Seite weghauen hier. Damit die mich ja nicht killen. So, Nummer 1 ist da. Nummer 2 werden wir auch auf dieselbe Art und Weise killen. Hoffentlich nicht rechts daneben. Ja, super, ein Ticken. Sehr schön, gekillt an der Hand. Sehr schön, noch einer weniger. Die kommen hier nicht rausgedackelt. Gut, jetzt haben wir die letzten drei haben. Oh, scheiße. Das ist der Regendach. Und Nummer 1. So, drehen wir uns rum, gucken in die andere Richtung. Na komm schon. Nummer 2. Ah, Mann, jetzt muss ich diesen blöden Gang hier leider latschen. Das kann er nicht angehen. Dann brauche ich unbedingt noch so ein Fahrrad stellen. Vorhin voraus. Hurra fürs Skelett. Ja, ja, ja. Mittlerweile haben wir es auch mitgekriegt. So, Pharos Wahrheitsdingeling. Wo gab es denn mal noch welche, die man nutzen könnte? Ey, ich muss mir da wirklich mal eine Liste ausdrucken, die mir neben mich legen, weil das ist günstiger, wenn man das so macht. Ah, bitte nicht. So, ja, so wollte ich das jetzt eigentlich nicht machen. Aber gut, dann machen wir es halt so. Hüpfen wir mal hier runter. Okay. So, und auf die andere Seite. Und nochmal. Junge Hüpfer. Ah, shit. Okay, auf die Seite klappt's nicht. Muss ich halt hier so runtergehen. Da-da-da-da-da-da-da. Bis zum nächsten Bonfire und dann gucken wir mal weiter. Sollte ja hier auch irgendwo in der Nähe gewesen sein. So, aber wieso ist das nur so verdammt verzweigt? Es ist so ein Assi-Weg, das ist der Wahnsinn. So, jetzt sind wir unten.
irgendwelche Gegner, die hier auf den Sack gehen könnten? Noch nicht. Gut, hier waren irgendwelche... Jetzt höre ich wieder dieses das Loch. Ja, offensichtlich. Haha, nicht getroffen. So, hier geht's nach unten. Das wollen wir jetzt aber nicht. Wir wollen hier irgendwie weiter. Ah, sehr schön. Haben wir das. Ruhig bleiben und dann Sieg. Gut. Okay. Gehen wir doch mal hier hin. Wenn ich jetzt mal schön wieder hier im Kreis laufe. Mal gucken, wo wir denn hier hinkommen. Ach so, das war der Weg hier. Der wird auch nicht wirklich besser, wenn man tausendmal hier runterfällt. Na komm schon. Also hier runter sollte ich nicht springen. Vielleicht irgendwo anders lang. Irgendwo anders. Da könnte ich mal wieder runter. Auch wieder Möglichkeiten über Möglichkeiten über Möglichkeiten. Oh. Ich könnte natürlich auch versuchen, hier runter zu springen. Das wäre auch mal eine Möglichkeit. So, na dann, versuchen wir es mal. Und wir sind da. Cool. Hat sich doch mal gelohnt. Dann sind wir wieder bei dem blöden Loch. Und wieso hat es mit dem Heiligen Grab nicht so gut funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte? Ich hätte nämlich gedacht, hier geht es irgendwie einen Weg weiter. Und nicht da lang. So, hier gibt es keine Ratten. Sehr schön. Also Exzentriker ist das nicht. Das ist eine ziemlich nette Ratte. Aber weiter kommt mir hier auch nicht. Speak then? Ja, gut. Go then, my servant. Aber mehr als hier runter zu gehen, funktioniert hier leider auch nicht. Es sei denn, man hat hier irgendeine andere Möglichkeit, da mal reinzugehen. Weil ich bin ja nur am Rand da runtergefallen und habe versucht, da ja ein bisschen was zu machen. So, mit bisschen Glück können wir hier was reißen. Also, ne, warte, dann geht's in die andere Seite. Hier sind wir schon mal rumgelaufen, dann gibt's hier nämlich auch keinen anderen Weg mehr und es geht hier nach draußen. Greifen mich denn da überhaupt noch die Ratten an? Ja, ne, vielleicht. Ich glaube fast nicht, Tim. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Gibt es denn hier sonst noch was? Das ist eine... ne, untersuchen wollen wir es nicht. Nein. Freude voraus. Ja, klar. Freude voraus. Die sehen wir nachher lesen. Vorsicht vor Freund. Okay. Moment, wenn wir jetzt hier nach oben geklettert sind. Hier waren wir ja das letzte Mal auch schon nach oben geklettert. Da hatte ich mir gedacht, hier wird es schon irgendwas Interessantes geben. Gut. Das jetzt nicht. Das sind, denke ich mal, die ganzen Fallen. So, gibt es denn jetzt mal eigentlich irgendeine Möglichkeit, weiterzukommen? Ja, was sind das? Wie kommt man denn hier durch? Hier kann man durchschauen, aber nichts anderes durchmachen. So, hätte sich das schon mal erledigt. Also, wo habe ich mal noch so ein Pharos-Dingens, was ich bis jetzt noch nicht aktivieren konnte? Wenn ich das nur wüsste. Ach egal, probieren wir es einfach mal. Mal gucken, was passiert. Ist das Gift?
Gebäude voraus. Okay. Interessantes Gebiet. Das ist für die Falle, das ist für die Falle, das ist für die Falle. Und hier gibt es auch keine andere Möglichkeit mehr drin. Gut, da werde ich wirklich mal alle möglichen von diesen Dingern nutzen. Hoffen mal, dass hier nicht jemand invaden will. Das wäre ziemlich lustig. So, wo ist denn der Ratten? Der muss doch hier irgendwie besonders hervorgehoben sein. Der ist doch Wappen der Ratte. Bringen wir es eins zum Wappen. Bla bla bla. Wenn ihr diesen Ring erhaltet, frohlockt ob der Gelegenheit. Falls einen Umbaba. Diesen Eid und tragt diesen Ring, um einen Dringling in der Welt zu locken. Okay, bis der Ring ist also ein. Okay. So. Na dann. Haben wir doch mal tolle Gelegenheiten, uns Pharos-Gegenstände zu holen. Das Ding haben wir schon. Das Teil hier brauche ich auch noch. Moment. Der lebt ja noch. Das ist ja interessant. Was ist denn hier los? Okay. Der will irgendwie nicht sterben. Aber irgendwie ist jetzt alles hier freundlich mir gesinnt. Das ist sehr interessant. Na dann. Gibt es denn hier noch irgendeine andere Möglichkeit? Ah, Mann. Ich weiß nämlich jetzt blöderweise echt nicht, wo ich hier weitergehen kann. So, das. Hier ist das Bonfire. Hier will aber auch niemand was machen. So, Moment, wir sind hier auch weiter gelaufen und... Ja, das ist direkt nach dem Eingang gewesen. Nichts Besonderes. Aber wie kommt man hier weiter? Muss doch irgendwas sein, Mensch. Rattenkatakomben. Wieso wird hier niemand zu mir reingespawnt, Mensch? Das ist doch gemein. So, muss doch irgendeine scheiß Möglichkeit geben, weiterzukommen, Mensch. Das gibt's doch nicht. Ich bin da eigentlich bei dem Butcher unten. Das habe ich bis jetzt auch noch gar nicht probiert. Okay, wieso war ich noch nicht bei dem Dicken da unten und habe geguckt, wo man da weiterkommt? Wieso? Ach ja, stimmt. Man kommt da in so ein großes Gebiet und kann sich da einfach raus teleportieren. Nichts Besonderes. Ah, Mann. Aber das hier sieht interessant aus. Sieht echt so aus, als ob man hier weiterkommt. Was haben wir hier? Zwerg, Fragezeichen. Wieso ausgerechnet ein Zwerg? Ah, jetzt wird's interessant. Jetzt ist er sowas von tot. Gleich wird mir doch bestimmt was reingeworfen. Na, 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 na. Die wollen alle nicht. Was ist denn das? Ich will ja endlich, dass Leute in meine Welt kommen. Zum Bullshit. So, na dann. Ein Weg nach dem anderen. Mal hier, dann wollen wir hier. Und beim Gargoyles, dann wollen wir hier. Hier gab es auch keinen anderen Weg. Dann waren wir hier, dann waren wir hier. Gab es hier denn noch einen anderen Weg? Ja, wenn man hinten lang läuft. Aber da muss ich erstmal das Ding irgendwie aufbekommen. Hier habe ich auch eigentlich alles gekillt. Die Gargoylen und alles. Das sollte eigentlich auch alles gewesen sein. Genauso wie hier. Majula. Da gibt es nichts. Dazwischen weiß ich auch nicht, wo es da weitergehen soll.
Klar. Wald der gefallenen Riesen. Wieso war ich bis jetzt noch nie auf die Idee gekommen, da mal weiterzugehen? Es sind nämlich ein Ticken zu wenige Gegner gewesen. Also, leichte Gegner, klar. Da muss ich auf alle Fälle noch diesen blöden Salamander töten. Das kriegt man auch nochmal hin. Nehme ich mal stark an. So, hat die denn noch irgendwelche neuen Gegenstände? Nein. So, ja. So, ich will jetzt endlich hier wieder meinen schönen dunklen Augesring reinnehmen. Gut, da gibt es ja nämlich dieses blöde Königssiegel, mit dem ich dieses Teil da aufmachen kann. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo dieser blöde Eingang war. War hier auf alle Fälle irgendwo in der Nähe. Irgendwo war der da. Muss ich die echt jetzt nochmal killen? One Shot. Nee, ich will das Ding nicht machen, ich will den Gegenstand bekommen. Ein Lebensstein. So, hört sich das doch. Okay, das ist jetzt gemein. Aha. Ja. Gegenstand bei? Nee, hat er nicht. Das ist auch ein bisschen nicht schlimm. Gehen wir mal weiter. Oh, Moment, wieso bin ich denn jetzt hier lang gelaufen? Habe ich mir da echt super gemacht. Na gut, dann. Ich weiß, die Gegner alle mal am laufenden Band. 55 Seelen und den auch noch. Wo kommt der denn eigentlich immer her? Da muss er hier, da, los. So, ihr könnt jetzt natürlich einfach mal so nach unten gehen. Ja. Yep. Diesen blöden Salamander muss ich noch richtig mal den Arsch versohlen. Gut, hätten wir das. Nehmen wir den auch noch. Wer will was abhangen? Jetzt die Frage, was sind das für Leute? Sieht mir aus wie Gegner. Gegner, die verkohlt wurden. Wurden nicht versteinert, die wurden oxidiert. So ziemlich krass, du. Hoppala. Aha. Und wieder einer weg. So, sonst noch ein paar Gegner? Ich glaube nicht. So, dann waren hier oben noch ein paar, die immer runterspringen wollten. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, wo die hierher kamen. Waren die hier oben oder wo waren die? Moment, was ist das? Achso, das war einfach nur eine Höhle. Ohne sonderlich günstigen Zweck. Moment, ich kann die Gegner sowieso alle one-hitten, von daher nichts Besonderes. Oh shit. Na dann. Wieso bleibt diese Tür nie auf? Das ist eigentlich mal das. So. Hoppala. Dieser Hinterhalt. Hätte man eigentlich ahnen sollen. Ah, sehr gut. Okay, wir nehmen mal lieber den. Wow, das ist gemein. Das ist echt gemein. Der kann anscheinend durch Wände schießen. Okay. So. Na dann. 3, 4, 5. Wow, jedes Mal aufs Neue. Verwunderlich, dass es mich getroffen hat. So, nehmen wir mal kurz hier was ganz Interessantes mit. Oh! Oh, shit! Das war nicht so geplant. So. Und 2 und...
kein Dritter, kein irgendwas. Oh oh. Oh je, oh je, oh je. Okay. Das war eine beschissene Idee. So. Gegner tot, alles in Ordnung. Wunderschön. So, blöderweise komme ich hier nicht durch. Das ist jetzt irgendwie gemein. Ja, jetzt die Frage. Kann ich hier vielleicht drüber springen? Ne, das funktioniert schon mal nicht. Gut, dann haben wir hier mal einen Salamander gekillt, aber ein Item gedroppt hat er nicht. Wieso sind die Gegner nur so frech? Und wieso komme ich hier nicht auf die linke Seite? Aber das ist jetzt erstmal zweitens. Vision von Bedauern. Ja, genau. Hab ich vielleicht auch noch gekriegt. Und Versuch Nummer 2 da hochzukommen. So, gibt es hier irgendeine Möglichkeit, da hinzugelangen? Hier ist noch so ein alter Baum. Nichts Besonderes, allgemein. Gut. Da werden wir mal ein bisschen weiterlaufen hier. Sollte ja noch irgendwo irgendein Gegner sein, die mal ja, one-hitten kann. Moment, hier wollen wir ja eigentlich nicht hin. Wow. So, schön, wenn das mal funktioniert. Und die Rüstung haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Und, oh, wieder was, sehr schön. Hoppala. Haha, und wieder eine Ratte. Wow. Den habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Das ist jetzt eigentlich der Weg nach drin gewesen, wenn man hier runtergefallen ist. Könnte man dann nämlich da unten lang gehen. Das ist jetzt allgemein nicht der Weg, den ich hier laufen möchte. Ah, aua. Das ist gemein. Man wirft nicht so einfach mit Feuerbomben. Das ist nicht die feine Englische. So, aber ich höre wieder irgendein Gefatsche. Hier muss auch noch irgend so ein Gegner sein. So, wenn ich jetzt hier hochgegangen bin, dann komme ich immer zu der alten. Na dann. Gehen wir mal einen anderen Weg. Nee, duellieren werde ich mich jetzt nicht. Fix mal ausruhen, damit die Zauber wieder da sind. So. Also dann, nach unten. Die Gegner kommen auch nicht mehr. Das ist schön. Ja, genau. Bis auf den hier. Der kommt natürlich noch. So, wenn ich jetzt hier lang gelaufen bin. Genau. Bringt das Symbol des Königs in euren Besitz. Ja, wo finde ich jetzt sowas? Hier konnte ich am Anfang ja nicht weiter. Vision von etwas Erstaunlichem oben. Na, hey, was ist das denn? Gut, so einfach funktioniert das jetzt nicht. Und da ist mal wieder irgendeine blöde Spinne, die durch mein Zimmer kraxelt. Super. Hier ist auch noch irgendwas kaputt gegangen. Gut. Das ist ein blöden Riesen da. Können wir auch nicht so einfach wieder killen. Was ich denn machen muss, ist einfach mal diesen blöden Salamander hier unten umlegen. Ich habe ja jetzt den Anti-Fallschaden-Ring. Es sollte möglich sein, da runter zu springen und den zu killen. Jetzt die Frage, gibt es auch eine Möglichkeit, das normal zu machen? Ohne sich gleich alle Knochen zu brechen. Hier gibt es ein Item, da gibt es ein Item. Oh, und da haben wir auch wieder einen Salamander. Super. Okay, und ich kann nicht so weit nach unten schießen. Das ist jetzt ein bisschen scheiße. Das ist ein bisschen echt scheiße. So, wie
kommt man hier jetzt weiter? Das kann ich nicht angehen. Okay, und wieso habe ich diese Fackel hier dann nicht angezündet? Fragen über Fragen. Hier hinten ist wieder diese Leiche da. Mal den wieder kaputt. Und den hier oben auch. Ah, nicht getroffen. Nee, doch getroffen. So, hat doch mal wundervoll geklappt. Oh oh. Ah ne, ich dachte, hier wäre noch einer gewesen. Dann eben nicht. So, hier oben war bloß so ein Schwert, hier konnte man nirgendwo hin. Was interessant wäre, einfach mal hier hochzukommen und dann mal zu schauen, ob denn irgendwo so ein Runtersprung Springpunkt ist. Oder ob der springende Punkt hier wird. Ja. So, hier sind wir auch tausende Mal angelaufen, nur wegen diesem blöden Pursuer. Hier ging es nirgendwo hin. Okay, Pursuer, Pursuer, Pursuer. Was hier immer hinter der anderen Wand. So, hier wird er hoffentlich kein zweites Mal auftauchen. Hoffentlich. Wenn der einmal tot ist, soll der gefälligst auch tot bleiben. So, interessantes Schwert. Das war anscheinend mal in der Hand von dem. Das ist jetzt abgebrochen und steckt jetzt da drin. Toll. Toll, toll, toll. So, und dann gab es hier noch einen Weg. Ich weiß gar nicht, Vorsicht, Absprung und dann rechts. Ich weiß gar nicht, ob ich da runtergesprungen bin. Ich weiß eigentlich überhaupt nicht, ob das überhaupt funktioniert. Moment. Konnte man das Ding nicht untersuchen oder irgendwie sowas machen? Doch, kann man. Leider passiert nichts. Okay. Was heißt hier leider? Das wäre wieder ein blöder Riese gewesen. Okay, hier war wieder so ein schönes Nest, was einem extremst auf die Eier gegangen wäre. So, gute Arbeit, ja. War ich hier denn schon mal runtergesprungen? Quay ist es nicht. Quay ist es nicht. Wahrscheinlich noch nicht. Dringleg, Schwertschildketten und so weiter. Cool. Hurra für Rüstung. Wirklich hurra. Sehr schöne Rüstung. Alles ist schick. Dann kommt man hier noch auf die Gelegenheit da. Und gehen wir mal hier runter. Was haben wir denn hier? Gute Arbeit, ja. Offensichtlich. Schwäche, Umweg. Was ist denn das? Mit mir wirklich da rum? Das ist sehr cool. Und hopp. So, was haben wir hier? Gelobt sei die Sonne oder gelobt sei die Sonne. Aha. Gut, hier kommt man nirgendwo hin. Hm. Na gut, jetzt haben wir wenigstens eine schöne neue Rüstung. Können wir gleich mal gucken, wie die ausschaut. Da, wo haben wir sie denn? Drangleg-Rüstung. Da, Kettenhemd. Ist sogar ziemlich gut. Hat eine A-Skalierung im Gegensatz zu den anderen Dingen. Braucht sogar nichts. Jetzt weiß ich auch, wieso die alle so aussehen. Ja, die sind alle da runtergehuckt und haben dieses Ding sich geholt. So, nehmen wir aber trotzdem mal das Ding, weil das ist leichter und schöner. So. Also, jetzt da wir das Teil angezündet haben. Vision von Todstellen. Ja, eindeutig. Gegenstand voraus. Vorsicht vor Überfall. So, wo war ich denn eigentlich schon mal hier unten? Ich weiß es nicht. Ah ja, ich war ja auf alle Fälle schon mal da unten. Mann!
Wo muss ich denn jetzt nur lang, Mensch? Den Salamander hier unten muss ich auf alle Fälle noch irgendwie killen. Aber wie komme ich da runter? Das ist anscheinend nur optisch, weil wenn ich runterfalle, bin ich Matsch. Geht das dann? So, ja, nee, von der brauche ich jetzt eigentlich nichts. So, reisen wir mal nach Majula. Mal gucken, ob wir von da irgendwo hin weiterkommen. Wieso kommt man von dem Rattenkönig nirgendwo weiter? Das ist gemein. So. Bearer of the curse. Ja, ja. Hätten so mich gesehen. Ja, 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 ja. Aufsteigen können wir jetzt hier nicht. Funktioniert nicht. Und ja, der kann mir auch nichts Neues geben. Oh. Habt eure Stuhlen ernst genommen? Ja. Ich bin jetzt mit Mädchen. Gut, das ist jetzt so interessant. Reden wir mal mit dem. Umtriebig heutzutage sind. Ja. Sehr schön. Ein Seelengefäß, toll. Und was haben wir noch? I understand. Hartstahlring, cool. So, was hat man denn noch? Did you notice any letters on the grab? Ja. So, das ist jetzt so interessant. So, gucken wir mal. 106 waren es, als ich hier angekommen bin.